Ja, Freunde, was soll ich euch sagen, wa? Teil 20 scheint jetzt doch nicht der letzte Teil gewesen zu sein. Ja, ich dachte mir einfach, ich kann nicht einfach so aufhören mit Teil 20 und sagen, so, alles schick, alles toll, alles prima, läuft super. Und lässt deine Fans dann einfach im Stich, mehr oder weniger. Und die Probleme zeigst du dann nachher nicht. Möchte ich jetzt so einfach nicht stehen lassen? Ich habe echt Riesenprobleme. Wirklich. Ich habe ja schon bei den Testfahrten immer so durchschimmern lassen, dass ich eigentlich recht unzufrieden bin mit dem Motorlauf. Weil, machen wir uns nicht vor, der Zylinder ist 75 Kubikzentimeter von ZT-Tuning nach Werksangaben, also auf der Website steht 11 PS. Der Zylinder ist vom PZ-Tuning überarbeitet worden. Die Steuerzeiten sind verändert worden. Der muss also eigentlich auf jeden Fall die 11 PS bringen, plus X. Ja. Und wenn du natürlich so einen Motor schon mal drin hast, dann möchtest du natürlich dann auch, sage ich mal, das Drehmoment, das angenehme Fahrverhalten, möchtest du einfach genießen. Und ich habe echt die Karre, ich krieg die nicht zum Laufen, Mann. Ich krieg die nicht zum Laufen. Ich bin so weit, ich möchte das Ding eigentlich eine Tonne schmeißen, ganz ehrlich. Ich war schon so verzweifelt. Ich habe jetzt drei Auspuffanlagen da. Ich habe drei verschiedene Auspuffanlagen. Drei verschiedene Vergaser. Einmal von PZ-Tuning, einmal von RZT. Dann nochmal ein Amal-Vergaser rangebaut. Dann habe ich die Zündkerze nochmal gewechselt. Dann habe ich mich nochmal belesen im Netz und auf eure Ratschläge teilweise gehört. Guckt, was kannst du noch machen? Hab den Krümmer nochmal ein bisschen verändert. Nochmal ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr raus. Und hab die Zündung. Ich weiß nicht, wie viele Zündzeitpunkte ich probiert habe. Keine Ahnung. Von gefühlt von 2,5 bis 1,3 jeden. Also unendlich viele. Ihr habt die Schnauze echt voll gehabt. Am Wochenende, ich wollte das Ding nicht mehr sehen. Ja. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe wirklich mich noch beratschlagt mit allen möglichen Leuten, was das sein kann. PZ hat gesagt, ja, hast du falsch eingestellt. Ja, was soll ich falsch einstellen? Die Hauptdüse ist drin, da kannst du ein bisschen was dran machen. Du kannst am Luftfilter ein bisschen was machen. Du kannst mit dem Auspuff ein bisschen was machen. Und das ist es dann eigentlich. Mit der Zündung kannst du auch ein bisschen was machen, ja. Aber der Hobel, ich sage jetzt einfach mal, der Hobel, der war maximal auf 77 km/h. So, jetzt bin ich nochmal losgegangen, habe nochmal geguckt, wie sind vergleichbare Motoren. Die haben halt ihre 10, 11, 12 PS. Die laufen ihre 80, ihre 90, ihre 100, irgendwas. Und ich 77. Ich komme nicht über diese 77 drüber. Und ich gebe zu, es geht noch leicht bergab. Kommt noch dazu. Das kann doch nicht sein. Ich brauche einfach mehr Drehzahl, um die höhere Geschwindigkeit zu kriegen. Warum hat er nicht das Drehmoment und warum bringt er nicht die Drehzahl? Ja, und bin letztens mit einem Freund ein kleines Stück gefahren, der hat einen 63er auf seinem Star von Paul, den kennt er ja aus dem Video Scheunenfund. Hab dann ja Paul kennengelernt, der hat einen wunderschönen Star, so schön rostig und so, also sieht wirklich super aus. Er hat Jassi bekommen, hinten dran geblieben. Ich dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Und wer Drehmoment ist überhaupt nicht zu spüren. Also wenn das Ding 7 PS hat, dann ist das viel. Ja, mit PZ-Tuning auch nochmal geschrieben. Ich dachte, da musst du die Einstellung und ja, wie viel Einstellvariationen soll ich denn noch probieren? Es gibt keine Besserung. Ich komme nicht über diese 77 rüber. Und zwischen 77 und Alexander hat ja den 75N auf seiner weißen Schwalbe. Zu 94 ist hier mal ein bisschen Unterschied. Da muss irgendwas Gravierendes, was wirklich Gravierendes. Stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt war ich mittlerweile schon am Wochenende so weit. Ist übrigens gerade kurz nach Ostern. Gestern war Ostermontag. War ich dann schon so weit und habe dann schon gedacht, ey, vielleicht hat sich PZ-Tuning mit den Steuerzeiten verhauen. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Aber kann nicht sein. Ey, PZ-Tuning ist echt, die machen super Zylinder. Der Paul weiß, was der macht. Der vertut sich da nicht mit den Steuerzeiten. Das ist bei dem Fließbandarbeit. Das macht der im Schlaf vom Sandmännchen. Ehrlich. Das kann nicht sein. Irgendein grundlegendes Problem hat Knoppi, wo er einfach nicht drauf kommt, wo er zu doof ist. Ja. Na, jedenfalls war ich dann eigentlich
Wir haben heute Dienstag, am Sonntag war ich soweit und habe dann bei Reichtuning mal ein bisschen gestöbert. War da eigentlich schon soweit? Okay, gut. Schreibst du mit Reichtuning nochmal, die haben ja auch einen guten Namen. Holst du dann mal einen Zylinder, neuen Luftfilter, neuen Auspuff. Scheiß was drauf. Steckst du nochmal Geld drin, dass das Ding richtig läuft. Soweit war ich jetzt schon. Dann bin ich gestern eine Runde mit der MZ gefahren, mit der rostigen Bertha, mit meinem kleinen Sohn. War eine schöne Tour. Kommt zurück, stehen ein paar Kumpels vor der Tür. Unter anderem auch der liebe Alexander. Danny natürlich auch und auch der Thomas. Hallo, ihr drei. Ja, und ich so meinen Frust dann dargelegt und so, ja, ey, kann nicht sein, irgendwas läuft total scheiße hier, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, was das ist. Aber im Hinterkopf wusste ich habe irgendwie muss ich einen Fehler gemacht haben. Bin aber halt nicht drauf gekommen. Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf. Ja? Kommt der Alexander hierher, ja. Geht so um den Moped rum, so. Dreht am Gaspedal, am Gashebel und sagt: Stell da mal Gas richtig ein. Ich sage: Wie? Stell mal Gas richtig ein. Sagt er: Kannst du Gas schon Viertel drehen und passiert nichts. Und in dem Moment ist bei mir eine Lampe leer. Aber ey, die war so hell, die hat mich fast verbrannt. So, Schnitt, ich zeig euch das. Ihr wisst eigentlich schon, was ich meine. So, ich hoffe, das hat einigermaßen seht jetzt, was ich euch zeigen will. Manchmal ist man so bekloppt. Also, zwei Sachen sollt ihr jetzt sehen. Erstens, ich habe hier einen Vergaser, ich weiß nicht, gefühlte 50 Mal getauscht. Und habe dann immer geguckt, dass der Bautenzug halt hier so ein bisschen Spiel hat hier. Ja, man sagt ja so 3, 4, 5 Millimeter, damit er keinen Druck kriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel lenke und der dann automatisch Gas gibt. Was ja ein bisschen blöd ist. Okay, habe ich gemacht. Ja, das stimmt. Das war's. Mehr nicht gemacht. Der feste Alexander gestern dann hier so an und sagt: Ja, schön, dass man ihn drehen kann, da nichts passiert. Und dann gibt es ja hier hinten, ich hoffe, dass man das jetzt sieht, die kleine Rändelschraube hier, diese Verlängerung. Ja. Und dann dreht ihr mal ganz kurz auf und wie gesagt, meine Überlegung hat sich dann sofort in Luft aufgelöst. Die Lampe, die war so hell gewesen, die da geleuchtet hat. Ich habe gesagt, ey, wie bekloppt muss man eigentlich sein? Ne? Ja, ist der totale Anfängerfehler. Aber manchmal ist das einfach so. Da bist du mit dem Kopf ganz woanders und so eine Kleinigkeiten, da verkackst du total. Ja? Ich will damit sagen, das ist ja der klassische Gasgriff wie in der Vogelserie. Ja? Für die, die es nicht kennen, die meisten von euch werden es kennen, der hat halt nicht wie beim S51 oder beim S50, dass der Bautenzug hier mit dem Gasgriff praktisch gezogen wird, sondern hier in dem Gasgriff ist eine, ich sag mal, eine Schnecke drinne. Diese Schnecke zieht beim Drehen so einen kleinen Keil. An diesem Keil ist der Bautenzug befestigt. So, wenn ich natürlich, ach so, und ja, ich kann diesen Gasgriff nur eine begrenzte Anzahl, nicht von Umdrehung, sondern begrenzten Teil drehen. Ja, der ist vorgegeben, weil einfach die Schnecke dann zu Ende ist und dieser Keil nicht weiter gezogen werden kann. So. Jetzt sagen wir mal, der Keil, der hier gezogen wird, sitzt eigentlich originalerweise hier. Bei mir sitzt er wahrscheinlich schon hier. An dieser Stelle, weil einfach dieses Spiel vom Bautenzug hier. Wenn ich jetzt natürlich schon so viel Vorspiel habe und dann weiter drehe, dann kann ich natürlich drin den Schieber nicht ausreichend hochziehen. Den Schieber, der letztendlich dafür sorgt, dass wir noch Luft und auch die Nadel, die ja dafür sorgt, dass wir noch Kraftstoff in den Verbrennungsraum kommt. Ich bin jetzt noch nicht gefahren, weil draußen ist scheiß Wetter. Es ist einfach so, dass der Gasbautenzug nicht ordentlich eingestellt war und ich hoffe, dass das wirklich der Grund ist. Ich zeige euch das gleich nochmal an dem Vergaser selber. Ich habe da eine Markierung drin gemacht. Die Nadel ist einfach nicht hoch genug rausgekommen. Aus dem Düsenstock unten hat dadurch natürlich nicht so viel Freiraum und Platz gegeben, dass ausreichend Kraftstoff kommen soll. Das heißt also, wenn ich jetzt Vollgas gebe, geht die Nadel ja komplett nach oben
und es wird dann nur noch von der Hauptdüse der Kraftstoff geliefert, dass du dann Vollgas fahren kannst. Das heißt also im übertragenen Sinne, wenn ich hier Vollgas gegeben habe, habe ich gedacht, ich fahre Vollgas. Das war aber ja nicht Vollgas, das war vielleicht Dreiviertelgas. Ja, und da kann der natürlich nicht ordentlich laufen, ey. Ich habe echt lange überlegt, ob ich euch das sage, aber ich meine, ich wette, die Hälfte von euch hat so einen Scheiß auch schon erlebt. Du grübelst Stunden und Tage lang, willst alles wegschmeißen, alles verhauen, willst nur noch austicken, willst eigentlich töten. Und dann ist das ein Pille-Palle-Scheiß. Ich hoffe, dass es das ist. Also ich fahre dann nochmal, wie gesagt, morgen oder so, wenn wieder einigermaßen Wetter ist. Jetzt ist es zu windig. Aber vorher zeige ich euch das Spielchen jetzt nochmal. So, Freunde, ich hoffe, das verrutscht jetzt nicht, dass das jetzt so hält. Also ich habe jetzt noch nichts verändert. Das ist jetzt so noch die Aggressionsversion. Ja, also für meine Aggression. Ich dachte erst, dass der Schieber nicht hoch genug kommt. So mit der Bautenzug-Einstellung. So hoch kommt er. Ja, dachte ich, ja, ist ja vollkommen geöffnet. Und die Nadel geht da bis zu diesem schwarzen Strich, den ich da gesetzt habe. Ja? Sollte ja eigentlich ausreichen. Und dann ist mir eingefallen, nee, der muss ja eigentlich noch höher, weil die Nadel muss ja den Düsenstock komplett freigeben. So, jetzt dreht man an der Rennschraube, so wie der Gasbautenzug eigentlich eingestellt war. Also achtet immer schön auf die kleinen Sachen auch. So, spielen wir hier noch ein bisschen. Muss jetzt nur gucken, dass ich jetzt nicht zu hoch drehe. So, jetzt fängt er an, sich zu bewegen, ne? Genau. Wieder runter. So, jetzt ist er geschlossen. So. So müsste er jetzt eingestellt sein. Warte mal, ich fixiere mal gleich. Ich bin so bekloppt, ey. So, Achtung. Ich gebe jetzt mal nicht Dreiviertel Gas, ich gebe jetzt mal Vollgas. So. Bis dahin war er gerade. Jetzt ist er richtig. Jetzt ist er richtig offen. Also höher geht er jetzt nicht mehr. Denke ich jedenfalls, genau. Und ich glaube genau, dass es an diesem Stück gelegen hat. Ja, der hat also die Nadel dann immer noch letztendlich den Kanal verschlossen. Ich kann ja noch mal spaßeshalber noch mal ein bisschen drehen, obwohl das ja dann zu viel wäre. Also viel höher wird es dann aber nicht mehr kommen. Weil jetzt wird er natürlich schon relativ hoch laufen im Standgas. Ja, siehst du, kommt nicht weiter höher. Ja, und ich denke mal, dass das der Fehler war. Dass da einfach nicht ausreichend Kraftstoff reingekommen ist. So, jetzt stelle ich es wieder runter. Das macht sich ja sehr gut mit der Kamera, muss ich sagen. Ich sollte mehr mit der Kamera arbeiten. Jo. So viel zu meinem heutigen Bericht. Wie nenne ich denn das Video? Gasbautenzucht-Desaster. Habt ihr wieder ein bisschen Input? Ja, also Freunde, bis irgendwann mal. Nee, nicht bis irgendwann, bis bald. Ich muss ja noch fahren und muss euch noch berichten. Also wird es noch ein Teil 22 geben. Also, eins möchte ich noch loswerden. Ja, noch nachreichen. Lieber Thomas, lieber Danny, lieber Alexander, danke, dass ihr meinen Lichtschalter angemacht habt. Ah, manchmal ist es halt so. Drückt mir bitte die Daumen, dass ich endlich das Kernproblem gefunden habe. Toi, toi, toi.